Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ratchet & Clank 3 auf der PlayStation 2. Und wir gehen jetzt den letzten Pfad auf Dex ab. Wir haben leider immer noch nicht wirklich viel Geld und das wird auch nicht reichen für meinen wunderbaren Zerstörer. Vernichter. Aber wenigstens für ein bisschen Munition wird es reichen. Okay, dann machen wir einfach mal knallhart weiter. Indem wir hier hochfahren. Das wird nämlich richtig lustig, die ganzen Gegner hier auszuschalten. Weil, wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe, sind die ein bisschen stärker, als ich es mir wünschen würde. Und deswegen versuchen wir einfach knallhart durchzurennen. Das ist voll die Stealth-Mission. Alter, lass mich in Ruhe. Okay, wir lassen das. Die leben ja immer noch. Und ihr wisst, wie viel Schaden eigentlich so eine Nitro-Bombe macht. Okay, wir haben das Thema, dass da oben so zwei Hansel sitzen. Mit ihren Scharfschützengewehren. Wo ich hier eigentlich die ganze Zeit in Bewegung bleiben muss, damit ich überhaupt ansatzweise eine Chance gegen die habe. Meine Waffe ist auch noch dann so krass stark. Oh nein! Ich habe einen Multiplikator gekriegt und ich habe nicht mitbekommen, dass ich einen Multiplikator gekriegt habe. Naja, versagt, würde ich mal sagen. Gut, bevor wir hier alles aufmachen, hätte ich jetzt mal gesagt, nehmen wir doch unseren wunderbaren Raketenturm und setzen dann noch einen und setzen dann noch einen und setzen dann noch einen. Oh, ja, in dem Fall setzen wir da nicht noch einen, sondern wir setzen jetzt einen und setzen dann noch einen. Okay, die haben es tatsächlich geschafft. So, jetzt habe ich das Thema. Wir könnten ja jetzt... Nee, die Waffe brauchen wir noch. Die brauchen wir für später. Wir gehen wieder auf den Nitrowerfer, der übrigens demnächst ein Upgrade kriegt. Warum musst du da jetzt erst spawnen? Upgrade. Gratis Munition, sage ich nur. V4. Ja, das ist gut. Aber wir brauchen das auch, weil irgendeine Waffe sollte mal hier Schaden anrichten. Und ich kann hier nicht mit dem Fluxgewehr die ganze Zeit rumrennen. Weil es ist ein bisschen doof zu zielen. Irgendwas zielt auf mich. Und es klingt gewaltig. Ah, so ein nettes Ding. Gut, wir brauchen das Fluxgewehr. Genau für diesen Freund. Na, kein Schuss abgefeuert, wunderbar. Und Fluxgewehr lädt sich auf und gratis Munition. Und vor allem macht es mehr Schaden. Das ist nicht so unerheblich. Bringen die Kisten eigentlich was, bevor ich mir hier die Mühe mache, die Dinger zusammen zu kloppen? Ja, doch, bringt schon was. So. Den kleinen Otto hier haben wir auch kaputt. Und dann hätte ich gesagt: Nitrowerfer. Wow. Der Nitrowerfer hat echt die Dinger ausschalten können. Oh, da ist was gespawnt. Da ziehen wir doch mal lieber gleich. Das war daneben. Da hat echt ein Schuss gereicht. Ich habe nur den ersten versemmelt, glaube ich mal. Oder hat der erste noch gesessen? Also man merkt schon, es bringt was, diese Waffen zu leveln. Die werden wirklich stärker. Auch wenn es ein bisschen dauert. Aber es ist halt ein nettes Level-System, weil man halt einfach nur knallhart die Dinger nutzen muss. Na, Ottos, komm. Nein. Die kennen wir sogar aus Teil 1. Da gab's die auch schon. Das erste Mal hacken in real. Einsammeln. Schießen. Schießen. Nein. Schießen. Schießen. Schießen, schießen. Einsammeln, einsammeln, schießen. Ja, ich als Fachinformatiker kenne Hacken natürlich und ich kann sagen, es ist sehr realistisch getroffen worden. Ich bin hochgradig begeistert und das ist auch der einzige Grund, warum ich voll gut im Hacken bin hier. Weil ich schon früher als Kind viel Ratchet und Clank gespielt habe, dadurch bin ich erstmal überhaupt in die Informatik gekommen. Muss ja so sein, weil hier kann man hacken.
Und ja, später dann habe ich natürlich auch dieses Hacken richtig ausnutzen können. Und seitdem bin ich halt Profi-Hacker, seitdem ich Ratchet & Clank so oft durchgespielt habe. Nur wegen diesem Hackspiel, weil da ist man Hacker. Was erzähle ich für Mist? Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es unterhaltsam. Gut, hacken wir mal weiter. Indem wir die Schadsoftware abschießen, die uns hier beim Hacken hindern möchte. Nein, schießen. Schießen, schießen, einsammeln. Komm, das ist der letzte. Und drin sind wir. Wie wär's denn mit unserer kleinen Bombe? Die war jetzt ja nicht so ineffektiv. Sorgt allerdings dafür, dass der Typ da oben überlebt hat. Warum hat er überlebt? Wo ist der? Okay, er. Betonung liegt auf hat überlebt. Das Schöne ist allerdings, dass ich mir wunderbar jetzt einen Schaden dadurch eingeholt habe. Naja, kann passieren. Ah, da oben ist wieder so ein Scharfschütze. Ne, das sind alle Scharfschützen. Au. Sollen wir dann unsere Nano-Sturm-Dingsbums dort, diesen N60-Sturm mal nutzen? Aber so kriegen wir ihn auch mal gelevelt, hat ja auch was. Solange da nur einer übrig ist. Oh, hier gibt es einen Knopf. Ah, ich weiß, für was der gut ist. Vollgas. Nämlich da drüben. Da geht jetzt nämlich hier eine Tür auf. Durch! Und dann können wir hier ein Secret mal machen. Ob es die beste Idee war, das Secret jetzt zu machen, bezweifle ich irgendwie. Weil wenn ich jetzt verrecke, dann muss ich hier den ganzen Part nochmal neu machen. Würdet ihr also sagen, es war klug? Nein. Machen wir es trotzdem? Ja. Gut, einen ausgeschalten. Zweiten ausgeschalten. Verballere ich gerade sauteure Munition? Yep. Warum mache ich das auf die Distanz? Keine Ahnung. Ist es klug, was ich hier tue? Keinesfalls. Mache ich es trotzdem? Ja, natürlich. Haben wir doch schon geantwortet. Geantwortet. Hey, unser Schiff. Hui. Okay, ich hoffe, wir haben jetzt hier mal soweit alles ausgeschaltet, was so existiert. Und da gibt es was zu holen. Das wird wahrscheinlich eine Bolt sein. Eine Titan Bolt. Ja, Tatsache. Gut, haben wir die auch. Haben wir mal ein Secret gemacht. Auch mal eine nette Abwechslung. Und wir haben vor allem Leben gekriegt. Leben ist gut. Ich gleite hier mal lieber nicht, weil wenn ich runterfall, muss ich das wiederholen. Und ich habe da wenig Lust drauf. Also hier kann man von mir aus gleiten. Aber ich habe immer noch diese... Ich muss ein Stück weit fahren mit den Dingern. Die schalten nicht sofort ab, die Sturmstiefel. Ich kann zwar direkt lenken, aber ich kann nicht abschalten. Das ist ein bisschen tricky. Ich finde das so nett gemacht mit den Durchsagen. Gut, leider können wir diese Durchsagen jetzt nicht mehr hören, weil wir jetzt natürlich wieder am Hacken sind. Und wir als Profi-Hacker müssen uns natürlich konzentrieren, damit wir nicht gegengehackt werden. Weil das ist der Fachbegriff. Wir gegenhacken. Oh, Ebene 1 schon geschafft. Wir hacken die Hacker, damit die Hacker gehackt sind und zum Gegenhacken. Was erzähle ich hier? Aber es ist halt langweilig, ne? Aber vielleicht kriegen wir es dadurch halt ein bisschen unterhaltsamer. Nein. Einsammeln. Schießen. Gib, 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 gib. Schieß. Einsammeln, einsammeln, einsammeln. Schieß. Schieß, einsammeln, schieß. Hm. Oh, und durch. Oh, Profi-Hacker. Oh. Ich mag die Durchsagen. Ach du Scheiße. Oh, wie viele sind denn das? Aber das ist nett gemacht mit der Durchsage, weil die erklärt das halt direkt. Und hier gäbe es jetzt noch eine Inferno-Rüstung. Ist aber nicht das Verkehrteste, weil hier oben sind diese Sniper unterwegs und die können wir jetzt halt nichts anstellen. Anhaben. Hat was. Leider gibt es kein Bonusgeld.
Man merkt schon, ich bin voll geldversessen. Oder goldversessen. Aber es macht halt am meisten Spaß, wenn man halt die coolen Waffen haben kann. Und die coolen Waffen sind die Waffen, die man halt nicht immer hat. Und daher braucht man Bolts. Weil meistens hat man nicht genügend Bolts oder... Ja, wobei, die Playthroughs bei mir sind meistens sehr ähnlich. Das muss ich schon zugeben. Ich habe eigentlich fast immer ähnliche Waffen. Deswegen ist es nett für mich, mal ein Let's Play zu machen. Weil ich da einfach auch mal andere Waffen verwende. Also, zumindest mal für mich ist es dann was Cooles. Was mit euch ist, ist natürlich so ein anderes Thema. Aber naja, ist ja nicht mein Problem. Einsammeln! Aber jetzt müssen wir erstmal Profi hacken. Nein! Nein! Was tue ich hier? Das erste Mal versagt. Aber wir haben ja zum Glück unendlich Versuche. Vielleicht sollte ich doch weniger labern und mehr mich konzentrieren. Nein, nein, nein. Ich hätte bestimmt schon gewinnen können. Hätte ich die ganzen Dinger mal eingesammelt. Komm. Das ist mir sowas von egal, ob die hochkommen. Man merkt schon, es wird ein bisschen härter. Aber es wird auch ein bisschen nerviger, wenn man halt die ganzen Ebenen hat. Die dafür sorgen, dass das alles sich nur umso länger zieht. Aber wenn wir zusammen sind, dann haben wir ja Spaß und dann ist doch auch toll. Oder? Natürlich. Jupp. Komm. Oh. Und natürlich noch eine Ebene. Nein! Falsche Taste. Beim Drücken noch gedacht. Das war, glaube ich, falsch. Dabei gibt es nur zwei Tasten, die man drücken muss. Ja gut, außer die 180-Grad-Rotation. Na gut, wenigstens alles jetzt geklärt. Das hat nicht gereicht. Komm, 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 komm. Hat auch nicht gereicht. Jetzt aber auch noch. Ach. Und die dritte Ebene geschafft. Soweit ich weiß, kommt da jetzt aber auch niemals eine vierte Ebene. Mit diesem Terminal haben wir vollen Zugang zu allen Projektdateien von Nefarius. Hab was gefunden. Ich fürchte, es sieht nicht gut aus. Biobliterator? Hm. Versteh schon. Was macht das denn genau? Diese Informationen wurden gelöscht. Oh je. Tja. Und wo ist das Ding? Aufenthaltsort unbekannt. Aber gestern hat ein großes Transportschiff hier abgelegt. Es ist zum Obani-Mondsystem geflogen. Die Obani-Monde, hm. Tja, dann sehen wir mal nach. Auf Anweisung von Dr. Nefarius fällt die Mittagspause freitags bis auf weiteres aus. Für was braucht ein Roboter irgendeine Mittagspause? Okay, wir gehen wieder raus. Okay, dann hätten wir Decks sogar abgeschlossen. Krass. Erstmal Munition kaufen. Ich hätte es so gern. Und da fehlt halt noch deutlich Geld. So, jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder zu Zerstöre deine Welt oder zu den Urbani-Monden. Ja, mal gucken, was wir als nächstes machen. Aber wir machen auf jeden Fall erstmal eine Pause. Denn man sieht sich beim nächsten Mal wieder, wenn es dann wieder heißt Let's Play Ratchet & Clank 3 auf der PlayStation 2. Bis dahin und tschüss.